Was bedeutet der Trimwert am Turbolader? Das Video gehört zu unserer Serie Turbolader einfach erklärt. Für die, die die anderen Videos noch nicht gesehen haben, unten in der Beschreibung ist der Link zur kompletten Playlist. Ja, Trimwert am Turbolader ist nicht am Turbolader, sondern Trimwert bezieht sich auf die Schaufelräder, die in dem Turbolader drin sind. Sowohl die Abgasseite als auch die Verdichterseite. Ich habe jetzt hier mal so ein schickes kleines Verdichterrad hergeholt, um das besser darzustellen, weil man erkennt es natürlich an so einem großen Verdichterrad viel besser oder kann es viel besser zeigen als am kleinen. Und zwar dieses Verhältnis zeige ich am besten mal von hier. Ihr habt den oberen Durchmesser bzw. Inlet-Durchmesser, Einlassdurchmesser, das wird immer verschieden bezeichnet. Und dann gibt es diesen unteren Durchmesser, bezogen jetzt auf dem Verdichterrad, oben, unten, Einlass, Auslass etc., ist beim Verdichterrad der Auslassdurchmesser. Und das Verhältnis zwischen dieser Größe und dieser Größe ist, je nachdem, welcher Hersteller es angibt, sozusagen ein Dezimalwert und damit ein Trimwert. Wäre der Trimwert 1, wäre der äußere, also der untere Durchmesser und der obere Durchmesser gleich. Ist der Trimwert 0,5, ist der kleinere, also der obere Durchmesser, die Hälfte von dem großen Durchmesser. Für die, die vielleicht das andere Video zum Thema Extended Tip schon gesehen haben, dieses Rad hier hat kein Extended Tip. Für die, die das Video noch nicht gesehen haben, schaut einfach mal rein und dann wisst ihr, warum das hier kein Extended-Tip ist und es ein Extended-Tip bei anderen Verdichterrädern gibt. Was jetzt genau der Trimwert bedeutet und was ihr damit macht, würde ich sagen, ist Expertenwissen. Es gibt nur wenige Turbolader, wo ich Einfluss auf den Trim habe oder wo ich, sage ich jetzt mal, eine Auswahlmöglichkeit für den Trim habe. Die meisten sind fixiert, festgegeben. Und insofern kann man sich sowieso nicht großartig für einen anderen Trimwert entscheiden. Es ist häufig so, dass die Turbolader mit der und der Einlassgröße, mit der und der Auslassgröße kommen. Und in Kombination zum Verdichtergehäuse ist es dann so, dass die unterschiedliche Leistungscharaktere haben zum Thema Druckaufbau, welchen Ladedruckbereich der Turbolader fährt oder wie viel Leistung dann effektiv gefahren wird. Den Trimwert an sich an einem Turbolader könnt ihr nicht beeinflussen. Wenn ihr weitere spezifische Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt uns bitte unten in die Kommentare eure Frage. Wir werden sie beantworten und ich freue mich, wenn ihr dieses Video liked und wenn ihr euch die ganze Serie mal dazu anschaut. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.